Heute möchte ich euch mal Partykäsebrötchen vorstellen, aber ganz anders als man sie kennt. Denn für die Partykäsebrötchen habe ich Laugendreiecke verwendet und keine normalen Semmeln. Die Partykäsebrötchen werden überbacken und sind heiß, warm oder auch kalt zu genießen. Wie ich meine Partybrötchen gemacht habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Laugendreiecke als Partybrötchen sind mächtig und sättigen unglaublich. Deswegen seid vorsichtig mit der Menge. Ich habe hier mal 8 Hälften gemacht. Dafür benötigt ihr 4 Laugendreiecke, 250 Gramm geriebenen Pizzakäse, 3 Eier, 3 Scheiben gekochten Schinken, Butter zum Beschmieren der Brötchen, 4 gekochte Eier und eine Tomate sowie etwas Basilikum für die Deko. Zunächst werden die 3 rohen Eier in eine hohe Schüssel gegeben und verrührt. Dann mit Salz und Pfeffer vorsichtig gewürzt. Vorsichtig deshalb, weil ja jetzt noch der Käse und später auch der gekochte Schinken auf das Brötchen kommt. Und beides beinhaltet ja bereits Salz. Den Käse in die Eier streuen und alles gut verrühren. Die Laugendreiecke halbieren und mit der Schnittseite nach oben bereitlegen. Und jetzt kommt die erste Abwandlung zu normalen Käsebrötchen. Denn die Brötchen werden nicht auf der Schnittfläche, sondern von unten mit Butter bestrichen. Das hat zum Zweck, dass sie nicht so schnell verbrennen. Eine zweite Abwandlung kann man hier auf dem Bild sehen. Das Backpapier wird nicht glatt, sondern krumbelig auf das Backblech gelegt. Auch das ist zum Schutz der Brötchenunterseite, damit sie nicht so schnell verbrennen. Wenn sie glatt auf dem Backpapier liegen würden, dann würden sie eben schneller verbrennen. Und jetzt werden die Dreieckshälften mit Kochschinken locker belegt. Auf dem Kochschinken wird dann die Käse-Ei-Mischung aufgetragen und gleichmäßig verteilt. Wenn das Ganze dann so wie hier auf dem Bild aussieht, dann habt ihr alles richtig gemacht bis hierher. Und dann geht's ab in den Ofen. Hier werden die Laugenhälften bei 180 Grad Umluft für ca. 15 Minuten gebacken. Und so sehen sie dann nach 15 Minuten aus. Das sieht doch schon mal lecker aus. Jetzt noch schön ausdekorieren und dann geht's ab zum Buffet. Ihr könnt natürlich auch andere Deko verwenden, das ist euch überlassen. Ja, und so sehen sie dann durchgeschnitten und im Querschnittformat aus. Ich kann euch versichern, das ist sehr, sehr lecker. Probiert das Ganze doch auch mal mit Weißbrot oder Laugenstangen aus. Auch das ist lecker. Hier oben findet ihr das Video dazu. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.